Gerhard Hornbacher ist ein Bürger, wie er im Buche steht. Sein Hobby ist das Filmdrehen. Richtig geil. Und er tut viel für seine Gesundheit. Benimm dich nicht wie ein altes Wildschwein. Und er bewegt sich in einem gesitteten Freundeskreis. Ich will Justin meine neue Matratze zeigen. Musst wohl ein Rohr verlegen, was? Der Mann führt ein normales, idyllisches Leben. Bis jetzt! Ich bin Turok, Rajid des Antorianischen Kriegsordens. Fast wäre ich am Ziel angelangt, wäre mir nicht Gerhard Hornbacher in die Quere gekommen. Dieser Formwandler ist unsere Eintrittskarte in ein Leben voller Reichtum. Und was hast du vor? Jetzt ist Gerhard Hornbacher der Gründer. Und was macht der Gründer mit seiner allmächtigen Alien-Technologie? Richtig, er gründet einen Fernsehsender. Herzgruß. Ich bin der Gründer. Die Erde wird vernichtet werden. Und ich kann euch retten. Ich bin die Inkarnation von Noah. Doch mein Schiff ist kein Holzschiff. Es ist ein Raumschiff. Direkt von Gott gesandt. Reserviert euch die Karte für das Raumschiff. 144.000 Menschlein müssen vor dem Untergang gerettet werden. Und ich habe ihn gekauft. Den Deutschtaler. Mein persönliches Raumschiff-Ticket. Für 99 Euro. Kommt ihr ins Raumschiff rein? Huga, huga, peluga! Europa! Meine lieben telepathalen Freunde, zieht euch warm an. Komm, zeig mir deine Arschfotze. Fotze! Ich will fliegen! Mit einer Frau? Niemals. Ich bin schwul. Steck dir die Flasche in den Arsch, du Schwuchtel. Aber gern. Der Gründer. Nur mit übermäßigem Alkoholgenuss zu ertragen. Oh. Ich hatte jetzt einen Monat keinen Sex. Das ist doch krank. Nein, das ist Teleportal. Anal Teleportal. Ich glaube, wir haben da ein Bildproblem. Ein ziemlich rosanes sogar. Aber jetzt ist es eh wurscht. Wurscht egal. Meine Freunde, verkraften Ihre Nerven. Die schockierende Tatsache über die Infiltrierung des Fernsehens durch Außerirdische. Kanal Teleportal hat seine Reise ins Wassermann-Zeitalter begonnen. Herzgruß. Und jetzt abschalten. 2012.